Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twilight Princess HD. So, komm mal runter, ihr kleinen Fledermäuschen. Hallo, 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 hallo. Ich erwische halt einfach gar nichts. Perfekt. Das ist doch anvisieren. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Tja, was mache ich jetzt hier? Oh, es bewegt sich. Warum bewegt sich das? Aber ich kann es nicht umhauen. Was mache ich denn jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie man da weiterkommt. Hä? Jetzt dumm? Was musste man denn da nochmal machen? Weil da hochklettern kann man ja nicht. Was ist das eigentlich hier für ein kleiner Grafikglitch da unten? Seht ihr das? Da ist einfach ein kleiner weißer Punkt genau da unten bei der Tür. Da, wo jetzt mein Schwert, die Schwertspitze ist. Da seht ihr das. Da, 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 da. Kann man einfach jetzt nichts der Map gucken. White screen of nothing. Okay. Wie ging denn das hier nochmal? Gott, ey. Das kann nicht sein, dass man da nicht weiterkommt. Oder glaubt ihr, ich schaffe es darüber zu springen? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ganz knapp zu weit weg, aber ich probiere es trotzdem mal. Oh, oh, lol, ich wurde einfach perfekt. Bin tot. Die Welt ist dem Untergang geweiht. Oh mein Gott, ich bin ja komplett lost. Was musste man denn da nochmal machen? Da brauchte ich dafür vielleicht... Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich kann es nochmal machen. Nee. Hä, was musste man denn da nochmal machen? Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Der Fug. Hä? Hier kann ich den Schalter auf jeden Fall nicht treffen. Ich schwöre bei Gott, ich habe noch nie das Problem hier gehabt. Aber jetzt irgendwie schon. But why? Soll ich hier vielleicht... Ah! Nee. Was musste man denn da nochmal machen? Ich weiß es nicht. Verdammt, ich habe es halt komplett vergessen. Ach! Ich bin so dumm. Okay, never mind. Ich, ja. Okay, ignorieren wir einfach, was gerade passiert ist. Okay, finde ich sehr gut. Finde ich spitze so. Es ist nie so passiert. Ist das dumm. Hey, ich wollte eigentlich drüber schießen. Was ist das denn? Naja. Bam. Au. Nein, lass mich, bitte. Ich spiele mit Absicht gerade ohne Anvisieren, okay? Ich will ein bisschen cool sein. Irgendwie soll ich vielleicht doch anvisieren. Null. Okay. Weg mit euch. Da drüben sind auch alle weg. Optimal. Geld. Da kommt nichts mehr runter. Vorerst. So, dann aktivieren wir doch mal den Schalter hier. Hopp. Yeah. So. Ja, vorne ist schon das Viech. Um den kümmern wir uns jetzt. Komm her. Ich bin total krass, Mann. Und super langsam. Aber ich krieg dich. Vielleicht sollte ich es auch einfach nicht probieren. Oh. Ist der tot? Habe ich ihn einfach ins Maul geschossen und ist einfach tot? Lol. Ich bin einfach Profi. So. Oh. So. Nächster Bereich. Da drüben ist noch eine Kiste, die holen wir uns noch. Bam. Was ist da drin? Oh, 50 Ruine. Das sind natürlich super Nachrichten. So, jetzt muss ich noch mal kurz auf die Karte gucken. Da oben war die letzte Kiste, glaube ich, die uns fehlt. Komplett richtig.
Na gut. Ba, 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 ba. Bam. Oh, lol. Echt so hochgeschossen, Wahnsinn. Kannst ja keinem erzählen, wirklich. So, hier drauf. Ui. Yeah. Ui. Döp, döp. Oh, moin. So, stimmt, jetzt bin ich wieder hier. Und rein. Ah. So. Guten Tag. Ihr wart aber vorher nicht da. Ihr wart vorher nicht da. Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Hoppala. Oh. Ich habe normalerweise immer den Pfeil auf der anderen Taste. So, erwische ich's denn? Ja, okay, perfekt. Moin. Seid ihr für welche? Ah. So, eigentlich ist es voll egal gewesen, aber wollte sie einfach mal abschießen, ne? So. War natürlich noch die Kiste da oben oder ist die unten? Ist doch egal, auf jeden Fall die Kiste, die da ist. Bam. So. Huch. Beilage los! Jawohl, Sir! Blub, blub. Okay. Hä, wo denn? Bin ich blind? Ach, da oben. Und da ist auch noch einer. Bam! Headshot. Alter, wo zieht man denn da hin mit der Pfeilspitze oder was? So, der andere ist da oben. Hoppala, voll daneben. Und da ist du. Bam. Weg mit euch. Ihr nervt. Okay, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Wahrscheinlich hier lang. Na, komm, 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 komm. Bam. So. Ja, yeah, haben wir irgendeinen Weg gemacht. Perfekt. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn da oben für tolle Sachen? Gar nichts, aber super aussieht. Oh! Ihr seid schon so Schlawiner. Bam! Ein Schweinchen. Ganz schön frech. So. Da haben wir einen Schalter, jawohl! Bam! Jetzt kommen wir auch, glaube ich, zu der Kiste hoch. Oder auch nicht. Oder doch. I'm so confused. Es wird erstmal dauern, bis wir da hinkommen. Oh, oder auch nicht. Bam. Gott, ich sehe gar nichts. Oh, ist mir schlecht. Ah, ich fahre wahrscheinlich gerade wieder ganz weg. Hm. Die Cutscenes das nicht machen, dass das Ding stehen bleibt. So, da hinten ist die Kiste. Die wollen wir natürlich auf jeden Fall noch haben. Ui. Dann haben wir wieder alles in diesem Bereich. Oh, wo sollen die sein? Nein, die sind woanders. Sag ich, die ist unten. Na gut, noch eine Fee, brauche ich nicht. Hä? Nein, sag nicht, die ist da ganz oben. Ja, da komme ich doch gar nicht hin. Oder? Ist doch wieder nur so ein Kackstempel, den ich wahrscheinlich bekomme. Ernsthaft, wie soll man denn da hinkommen? Hui. Da. Da ist halt auch kein Eingang oder so. Ich glaube, da kommt man echt erst später hin. Ja gut, was soll ich machen? Ich komme zu der Kiste nicht hin. Vor allem,
Es gibt, glaube ich, immer zwei Stempel pro Dungeon, deswegen ist das wahrscheinlich ein Stempel und auf den Stempel scheiß ich. So. Hallo, was haben wir hier? Bam. Heile, Gläser. Oh, ich hab's wieder abgeschossen, ich hör's doch. Hoppala. Patsch. 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 Okay, ich glaube, das waren alle. Ganz frech, ganz. Ah, ne, es waren doch nicht alle. Da oben ist noch einer. Was, mein Pfeil ist einfach stärker, habt ihr es gehört? Ich habe einfach seinen Pfeil kaputt geschossen. Oh, da kommen aber viele. Moin, was ab? Histai. Histai. Ah ja. Irgendwo, die sind krass. Aber eine 500 ist Maximum. Okay, ich sehe es gerade. Na gut, dann auf zum Boss. Let's go. Fetten Schlüssel rein. Auch wenn man es nicht sieht, leider. Und Sesam, öffne dich. Auch ans Auge. Das ist voll Mundgeruch. Flammende Bestie Flammatron. Hi Bestie. Hoppala, hey. Mach mal jetzt hier nicht diesen. Oh oh. Huch. Er will mich auspeitschen. Er ist ein Domina. Bam. Ich glaube, ich muss dann so eine Kette nehmen. Oh, perfekt. Bam. Aufs Maul mit dir. Bart schön mit der Fresse gegenknallen. Perfekt. Jetzt aber schnell. Bam. Hau dir in die Fresse. Oh oh, ich glaube, der ist wieder ein bisschen sauer jetzt. Oh oh, was habe ich getan? Oh oh. Das ist einfach ein Ballrock. Ah, komm. Hinfallen, Kumpel. Bam. Schön aufs Maul mit dir. Aber jetzt hat er eine viel weichere Landung gehabt, weil er nicht mit dem Kopf gegen das Ding geknallt ist. Na egal. Bam. So, komm, zeig mir wieder deine schöne Fresse. Na komm, zeig, komm, komm. Na, komm, leg dich hin. Schlafenszeit, mein Freund. Mann, so schön wie am Anfang fliegt er nicht mehr hin. Ist ja voll schade. Ah! Finito. El Capitano.
Gut gemacht. Jetzt hast du schon 2 Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Santo. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König der Schatten. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Santo niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von diesem verwöhnten Prinzessin ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich ihr etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du doch auch, oder? Erstmal will ich meinen Container. Geil, jetzt haben wir noch ein Herz dazu bekommen. 6 Stück. Wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Ja, schnell, lass uns abhauen. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Doch, ein Stempel, aber ich scheiß auf den. Ich glaube zumindest, dass es ein Stempel ist. Speichern. Reiner. Man sieht immer, wann ich aufnehme. Richtig cool, oder? 17.06. Komm, fällt er sich 16 raus, Mann. Ich wollte 13 sagen, gut. Auserwählter Tanamo. Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeist Ranil behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Wen suche ich denn? Kannst du mir das auch sagen? Oh, da sind ja wieder welche. Tanamo! Ah. Ich bin auch so schwach. Was ist mit ihr? Du musst ihn ihr retten. Ich weiß. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilya und dich vor Augen hatte, Tanamo. Und jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Du erinnerst dich doch noch an, was ich dir damals in Ordnung gesagt habe, oder? Benutze immer Kondome, mein Freund. Immer Kondome. Ich möchte immer so werden wie du, Tanamo. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ilya retten. Sei beruhigt. Ich werde auf diese Kinder auch Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legende Hyrule berichtet. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Perfekt. Kakariko. Moin, Messi. Hippona wartet immer noch ganz brav hier. Bestes Pferd. Ich hoffe, du hast in der Zwischenzeit nicht gehungert und gedurstet. So. Jetzt sind die Goronen hier in der Stadt. Wahnsinn. So, wir werden aber hier mal kurz stehen bleiben. Endlich kann man wieder in die Mine. Da habe ich gleich für Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie wohl schon wieder zum Verkauf an. Du solltest die Sprengkraft von Burns Bomb unbedingt auch kennenlernen. Also wenn du auf das Dach von dem Laden hier willst, schleudere ich dich hoch. Wie wär's? Nee, danke. Na gut, aber wenn du doch mal nach oben willst, sag Bescheid. Ich schleudere dich dann gerne hoch. Dann gehen wir zu Burns. Burns Laden. Für Bomben, Sprengstoff und allerlei oder so. Burns Bombo-Drom. Perfekt.
Oh, hallo. Na, wie wär's? Hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl ich im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn nur das Lager nichts abbekommen hätte. Wird bald wieder mehr geben. Sieh dich auf jeden Fall mal in Ruhe um. 10 Bomben. Ach, du hast ja gar keine Bombentasche für die Bomben. Ich habe gerade für 120 Rubine eine prall mit Bomben gefüllte Tasche als Prämienpackung im Angebot. Wie wär's? Na klar. Ach so ist das. Na dann viel Spaß mit meinen exquisiten Bomben. Ich habe sie wirklich alle selbst gemacht. Noch etwas. Wenn du Bomben in Kombination mit Pfeile verwenden kannst, kannst du mit Bombenpfeile weit entfernte Ziele erreichen. Ich schicke dir demnächst mal einen Brief. Da findest du alles genau beschrieben. Kannst du alles nachlesen, wenn du willst. Ja, ist die Bombentasche voller Bomben. Ich habe rund um die Uhr geöffnet. Komm wieder, wann immer du möchtest. Okay, cool. Dankeschön. Ich wollte eigentlich nur rausgehen. Bombengefahr, Brandgefahr, Bomben, Explosion, alle sterben. Gab es nicht hier noch irgendwie einen Laden? Vielen Dank, dass du unser Oberhaupt und die kostbare Mine gerettet hast. Wir haben den Menschen in diesem Dorf viel Ärger gemacht. Da müssen wir jetzt besonders nett sein. Und auf meinen Rücken steigen und... Nee, danke. Na gut, wenn du willst, dann sag Bescheid. Nee, du, kein Bock, wollen nicht. Ach hier, stimmt. Der beste Laden im Spiel, Mann. Der kommt jetzt. Hey, das ist doch keine Selbstbedienung hier. Das sind sehr wertvolle Waren. Wenn du etwas davon brauchst, bezahl auch dafür. Ich habe diesen bankrotten Laden hier übernommen. Du sollst auch etwas kaufen. Es kommt schließlich allen hier in Kakuriko zugute. Ja, ich kaufe den Hylia-Schild. Den willst du also haben? Ja, na dann 200 Rubine. Na gut, schätze, wir sind im Geschäft. Yeah. Ja, mehr will ich nicht. Ein Held kann ich zwar nicht werden, aber immerhin gebe ich den Leuten in meinem Laden, was sie wirklich brauchen. Ja, auch noch viel Erfolg und so. Jetzt ist es noch ein ganz einfacher Laden halt, aber der wird noch zu einem richtigen Imperium. Das ist so geil, ey. Der kleine Junge ist einfach so gut. So, gut. Ach ja, stimmt. Ich habe noch da oben die... Ach, ich habe da oben ja auch noch die Taste. Machen wir es doch so. Kombination mit Bogen. Nee. Ausrüstung. Wir machen jetzt natürlich ein Hylia-Schild rein. Geruch der Kinder. Köcher. Geldbörse. Ja, ach stimmt. Ich habe noch einen Brief. Lieber Freund, ich freue mich wirklich, dass wir uns getroffen haben. Wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Für mich geht die Reise weiter. Die Welt ist zu groß, um an einem Ort zu verweilen. Wenn auch du noch eine Weile durch die Welt ziehst, treffen wir uns ja vielleicht irgendwann einmal wieder. Fest, ich habe dir noch gar nicht von meinem Liebling erzählt. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, stelle ich ihn dir vor. Er ist ein guter Junge, der auch als Item verwendet werden kann. Ich bin mir sicher, ihr könnt richtig gute Freunde werden. Hä? Ich habe den Brief bekommen, bevor ich die Tante nochmal getroffen habe, und sie hat mir nicht den Liebling vorgestellt. Frech, die Tante, ne? Hast du sich sowas erlaubt? Mir nicht gezeigt, wer das ist. Naja, egal. Let's go, Pona. Wir müssen weiter. Auf in neue Gebiete. So, bam. Bam. Hui. So. Weit. Nee, cool. Es war ja grau. Da oben ist eine schöne Kiste. Tanamo, wo bist du? Ah, hallo, Tanamo. Ich habe Post für dich. Ich habe hier zwei Briefe für dich. Oh, echt? Zwei gleich? Cool. Also, das wäre erledigt. Ich muss nochmal weg. Na, tschüss. Ja, geil. Nochmal zwei Briefe. Dann schauen wir doch gleich mal. Dringende Nachricht, Marus Laden. Der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig für einen Einkauf. Anscheinend kostet nichts, aber nur der zahlende Kunde wird bei uns zum König. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir sind sicher, die Qualität von Burns Bomben wird auch Sie überzeugen. Bitte beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen
als Bombenpfeile verwendet werden können. Wir sind sicher, auch diese Einsatzmöglichkeit für Brands Bomben wird sie überzeugen. Also hat er jetzt was Neues oder was? Jetzt wo ich gerade abgehauen bin. Aber auf jeden Fall die Kiste da oben, die werden wir uns irgendwann holen. Aktuell kommen wir da noch nicht ran. So, wir gehen einfach straight zum nächsten Ort. In der Mitte ist natürlich Hyrule, aber da werden wir noch nicht hingehen. Also Stadt Hyrule. Und ja, keine Sorge, ich kümmere mich vielleicht doch noch um die Insekten. Nur jetzt gerade möchte ich nicht. Da wieder verfolgst du mich denn noch, Junge? Lass mir mal in Ruhe jetzt. Piss dich. Piss dich. Bam. Hau ab jetzt. Der andere ist direkt weg, oder was? Jetzt zeige ich das dann nochmal. Perfekt, erstmal nebengeschossen. Nebengeschossen. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir mal hier die Bomben kombinieren. Quatsch. Vielleicht muss ich ja mit dem Bomben dahin schießen. Nee. Okay, aber da schieße ich auf jeden Fall hin. Bam. Oh oh. Oh nein, die Brücke wird geklaut. Oh. Einfach weg. Einfach abgezogen. Wahnsinn. Aber gegen die können wir gerade noch nicht anstinken. Naja. Gehen wir mal weiter. Hoppala. Perfekt, ich bleib hängen. Ah. Lass mich in Ruhe. So. So, Ipona, lass mich mal runter, bitte. Dankeschön. Denn das ist unser neues Gebiet. Ah, endlich sind wir hier. Ein Schattenkristall ist noch übrig. Das heißt, hier muss das letzte Gebiet sein, in dem wir durch die Schatten reisen. Es hängt nur von dir ab, ob wir das Licht in diesem Gebiet zurückbringen können. Hehe, und was jetzt? Ja, was wohl? Rein da! Aber ganz schnell. Also, was ist? Soll ich dich jetzt in die Schatten mitnehmen? Ja, bitte mach das mal bitte. Na gut, dann helfe ich dir eben. So, jetzt werde ich wohl in dieser Welt nie mehr die Wolken meiner Heimat sehen können. Oder vielleicht doch, irgendwann. Wie sieht das aus? Sollen wir gehen? Jawohl, let's go. Das nächste Gebiet, das in Schatten gehüllt ist. Oh, was haben wir denn da? Ein Duft. Eine Tasche. Schnuppern wir mal. Bitte, Tanamo, kannst du mir eins versprechen? Pass gut auf dich auf, ja? Geruch der Kinder vergessen und neuen Geruch merken, jawohl. Geruch von Ilia gewittert. Witterung von einem Weibchen. Das sehe ich dir doch am Gesicht an. Gut, dass wir eine Spur haben. Aber die Spur ist schon alt. Ob wir noch eine Chance haben, die Kleine zu retten? Okay. Heftig, heftig. Ja, auf jeden Fall, auf geht's, ne? Da müssen wir ja vorankommen. Und sich retten gehen. Natürlich können wir es versuchen. Vielleicht stirbt sie auch.
Oh, was haben wir denn da? Schloss Hyrule im Hintergrund. Na, kommt dir dieses Schloss nicht bekannt vor? Endlich sind wir hier. Halte durch, es ist fast geschafft. Zumindest wäre es schön, wenn es so wäre, aber von hier an ist es nicht mehr so einfach wie bisher. Also dann, gehen wir? Nicht mehr so einfach wie bisher? Da bin ich aber mal gespannt, Midna. Klingt sehr vielversprechend. Hat sie uns überhaupt den Namen schon verraten, wie sie heißt? Ich hab das komplett vergessen. Oder habe ich jetzt außerdem gespoilert? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, man weiß den Namen schon. Und selbst wenn wer guckt an das Video und weiß den Namen nicht. Hey, hallo, also ernsthaft. Bap, bap, bap. Wir bewegen uns immer schneller. Bap. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade richtig unterwegs bin. Nein, lass mich mal in Ruhe. Ich kann hier nicht leveln, also bringt es mir nichts, euch kaputt zu machen. Ich muss auf jeden Fall zu und hier kann man weiter. Das ist aber ein weiter Weg. So. Sollen wir vielleicht zum Schloss? Oder wie oder was? Vorher hatten wir ein Symbol, das uns gesagt hat, so hey, da musst du lang. Jetzt habe ich das nicht mehr. Ja, wir können ja trotzdem einfach... Ach, ich Idiot, ja natürlich, ich muss ja die Witterung verfolgen. Ich bin so dumm. Ich laufe die ganze Zeit ohne. Aber ja, gut. Ich bin eh richtig, von daher passt schon. Hyrule-Stadt. So, aber ich bin mal so ein mieser Cliffhang-Boy und sag, das war's erstmal für diese Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal, Guantanamo, tschüssi.